Ein wirklich heftiger Sturm hat uns hier heute schon in Wien erwartet, aber auch im Rest von Österreich ist dieser Sturm noch nicht ganz so stark, denn in Wien ist der Höchstwert 111 km/h bei der Buchbergwarte gemessen. Zum Beispiel in Salzburg ist dieser Sturm auch aber weit nicht so stark wie hier in Wien und auch in Niederösterreich ist es etwas stärker. Deshalb wird auch angehalten von der Feuerwehr, die übrigens schon über 200 Einsätze allein am Vormittag hatte, zum Beispiel auch über 160 parallel. Deshalb ist eben von dieser Feuerwehr auch angehalten, dass man sich nicht hier in Parks oder direkt unter Bäumen aufhält. Da, wo ich mich gerade befinde, da habe ich schon mit der Polizei gesprochen. Da geht es, da ist nicht gesperrt und da ist auch die Gefahr etwas geringer natürlich. Dennoch sind wir auch angehalten, dass wir uns generell nicht in Parks aufhalten oder direkt unter Bäumen, weil zum Beispiel herabknickende Äste, wie man hier zu meiner Seite sehen kann, wirklich eine Gefahr auch darstellen können. Die Stadt Wien hat auch gewisse Bereiche schon gesperrt, zum Beispiel alle drei Freilufttestraßen, die es gibt. Das sind die bei der Donauinsel, beim Ernst-Happel-Stadion und beim Schloss Schönbrunn. Da darf man zumindest mal bis 15 Uhr nicht hin. Die Sturmwarnung ist bis 16 Uhr, also es ist davon auszugehen, dass die Sperre für die Teststraßen auch noch etwas länger hier anhalten wird. Auch der Nationalpark Lobau ist gesperrt und hier, wo ich mich auf der Prater Hauptallee befinde, auch gewisse Punkte. Dürfen wir jetzt mal hoffen, dass es auf jeden Fall mal bis 16 Uhr jetzt nicht wirklich so schlimm wird, wie es schon am Vormittag war.